was bisher geschah. Unsere beiden Helden, Geriste und Rakan, landeten in einer anderen Welt. Doch das war nicht mehr ihre, die sie zuvor kannten. Unbekannte Inseln, unbekannte Kreaturen, ein anderes Licht, eine andere Welt. Die Welt, die sie sehen, ist nicht mehr die gleiche. Doch sehr bekannt kommt sie ihnen auch nicht. Ein mystisches Portal vom Weiten sehen sie doch. Was sie denn damit machen sollen, wissen sie bisher nicht. Nur ein Schild gibt Hinweise. Portalritter sind sie. Doch was genau Portalritter sein sollen, wussten sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das Einzige, was die beiden wussten, war, dass sie nach Hause wollten. Und das so schnell wie möglich. Hey Rakan, alles fit? Garisto, guten Morgen. Ich war hier noch ganz perplex vom letzten Mal. Wie geht's dir eigentlich? Mir? Immer noch recht komisch. Geht mir genauso. Dass wir ganz woanders gelandet sind und immer noch nicht zurückkommen. Aber ich glaube mal, da wo ich letztes Mal war, da habe ich ein Buch gefunden und da stand irgendwas ganz sehr Komisches drin und ich glaube, wir müssen durch alle Portale gehen, durch die ganze Welt. Okay. Wir sind die Portalritter. Irgendwie stand da was. Dieses Haus, hier wo wir sind, hier hat damals jemand vor Jahren gewohnt und der hat das gleiche erlebt wie wir. Nur. Das ist aber ein komischer Zufall dann, ne? Nur, ich weiß nicht, warum wir. Und wieso wir. Vielleicht haben wir in der anderen Welt viel zu viel Scheiße gebaut, dass das Schicksal meinte, nee, jetzt trete ich euch mal so richtig in den Arsch und schicke euch woanders hin. Und jetzt müssen wir da durch. Zusammen. Jetzt ist natürlich fraglich gemeinsam, was machen wir heute? Wir haben ja die letzten Tage uns, auch dir haben wir unsere Klamotten uns ein bisschen Sachen erforscht und zusammen gestrickt. Und so langsam sollten wir mal schauen, dass wir die Tage weiterkommen. Ja. Weil wir können hier nicht ewig bleiben. Nee, dann müssen wir halt auch in die nächste Welt wieder rein. Ja, wir müssten in die nächste Welt. Um zu schauen, wie es da weitergeht. Da haben wir das andere Portal gesehen gehabt. Genau. Ich kann sogar genug Steine herstellen, dass wir da auch schon durch können. Moment, ich wühl mal in meiner Tasche einmal rum, warte. Also, ich habe 17 dieser Portalsteine zusammenbekommen. Ich habe 13 Fragmente. Und ich habe 17 Steine. Das heißt, wir werden auf jeden Fall sicher weiterkommen. Doch lass uns mal schauen in unseren Werkbänken. Ich erinnere mich noch an ganz, ganz trüb an Sachen da drüben. Erze, ich sah irgendwas Glitzerndes von der Ferne. Ich auch. Ich habe irgendwie auch noch Rubine gesehen. Genau. Und ich habe noch was gesehen. Es könnte vermutlich Kupfer, Eisen, sowas sein. Und ich sehe auch, dass unsere nächste Werkbank Kupfer braucht. Vielleicht haben wir Glück da drüben. Aber das Problem ist, es gab es auch Gegner. Ja. Irgendein komischer Troll oder was das da war. Und das könnte vielleicht problematisch werden. Ich sehe gerade in meinen Rezepten, wir brauchen Kupfererz, dass wir die Werkbank aufrüsten können auf 2. Genau. Und wir brauchen auch für uns persönlich, damit du uns Waffen schmieden kannst und ich ein bisschen mehr trainieren kann an meiner Zielscheibe, an meiner Station. Da kann ich wirklich dann weiter trainieren. Dafür brauchen wir auch viel Kupfer. Wir können uns auf jeden Fall einen Schmelzofen schon herstellen. Den habe ich schon. Okay. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Alles gut. Da saß ich die letzte Nacht, da warst du am Schlafen, habe ich die Nacht noch draußen heimlich und leise in der Ecke da ein bisschen was rumgebaut und versucht, dass ich den zusammenkriege.
Heimlich und leise, dann musst du ja richtig leise gewesen sein, dass ich nicht wach geworden bin Naja, davon. ich hab da hinten an dem Turm ein bisschen rumgedammelt. Ich bin durch die Nacht Wir haben gegangen, ich auch hab. Amboss. Den muss ich dann herstellen. Genau. Oh, schau mal, unsere Baumwolle ist gerade draußen fertig. Ich gehe schon mal eben raus. Und Komm werd mal. mit. Wir haben auch, ich habe auf jeden Fall 26 Baumwolle. Ja, ich werde auf jeden Fall was hier mitnehmen. Weil ich glaube, wir brauchen bestimmt noch mehr. Ja, für was? Rüstung haben wir ja eigentlich schon. Ja, vielleicht auch. Garisto, was ich gerade vergesse und was dir vielleicht auch absolut bestimmt nicht immer aufgefallen ist. Ich habe jemand bei mir. Ich weiß nicht, warum die Maus mir ständig folgt. Ich habe schon geguckt. Ich habe keinen Käse in der Tasche. Ich bin aus dem Spiel. Okay. Die folgt mir auf Schritt und Tritt. Ich habe ihr nichts getan. Ich habe ihr nicht Wir haben geholfen. doch noch hier diese kleinen Ruinen und so. Warst du da zufällig drin? Ich habe da irgendwas geträumt, aber ob ich da wirklich war, ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie von da. Ah, die ganzen Nächte, die waren alle komisch hier. Sehr Irgendwie sind die komisch. hier immer komisch. Vielleicht hat es auch wirklich was mit der Welt zu tun. Ein bisschen wieder anpflanzen. Habe ich gerade auch überlegt, dass wir noch ein bisschen Baumwolle vielleicht uns schon mal vorbereiten hier. 45 Baumwollsetzlinge habe ich. Gerne. Dass wir noch genug zu essen kriegen. Ich habe jetzt hier drei Reihen noch Baumwolle angepflanzt. Ich behalte mal welche, vielleicht für die spätere Zeit. Ich habe noch Holz, Baumwolle. Essen auch noch, Gartenpilze. Gut, 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 gut. Ich habe hier sogar ein hoher Flammenrubin. Eine Zutat ist das. Das ist schön. Ich habe hier auch noch eine Wasseressenz. Ja. Wo habe ich die denn? Ich glaube, den Wurm, den ich letztens im See getötet habe, der hat das gedroppt. Ja, diese wieder. Oder vielleicht beim Angeln. Hast du da irgendwie da. Ich Oder weiß ja so. nicht, was du da getrieben hast. Den Tag. Ich habe gar nichts wirklich Dich konnte getrieben. man auch vom Weiten rufen. Gut. Charisto, erzähl mir, was wollen wir machen? Wollen wir versuchen, in die neue Welt zu kommen? Würde ich so sagen, Rakan. Dann würde ich vorschlagen, wir nehmen unsere Werkbänke mit, damit wir auf jeden Fall sicher sind. Damit wir uns Dass wir auf jeden verteidigen Fall können. keine Herstellung brauchen mehr. Genau. Damit wir die immer bei uns haben. Ich habe jetzt hier meine schon mal mitgenommen. Ich würde sagen, wir schließen hier gleich die Tür ab. Und wollen hoffen, dass wir hier wiederkommen. Komm, mein kleiner Klick. Freund. Er folgt ja aber auch Schritt und Tritt. Der Er hat folgt sich mir. sogar geportet gerade. Was? Mystisch. Wie hat er das denn gemacht? Das hat vielleicht was mit der Welt zu tun hier, wirklich. Dass hier Hast du ihn nichts. vielleicht auch gerettet, dass er dir deswegen auf Schritt und Tritt folgt? Ich weiß es nicht. Kleiner Mann, erzähl. Gut. Er ist vielleicht nicht der sprachbegabste Freund hier. Aber er folgt uns auf Schritt und Tritt. Ist ja auch eine Maus, ist mir neu, dass sie reden können. Hier wäre Ich mir alles weiß neu. nicht, was. Ich weiß nicht, was du immer nimmst, dass die sprechen können. Hier wäre alles neu für mich. So, Garisto, bist du Ja, das bereit? stimmt. Ja. Dann lass uns durchs Portal. Lass uns durchs Portal. Wieder zurück zur staubigen Kreuzung. Hey Rakan, wir sind endlich drüben. Oh, ich hab's auch gemerkt, es ist Heiderflug, ey. Ich mach sowas ungern mit. Mir ist so ein bisschen schwindelig, Garisto, ein bisschen. Und dann noch das stramme Wetter hier. Ist gerade Viel nicht. zu warm wieder hier. Absolut. Da Absolut. hinten sehe ich so einen Troll. Die Gegner werden wohl hier nicht einfach sein. Rechts von uns ist auch jemand. Aber hier scheint auch viel noch zu erkunden zu sein. Ich will hoffen, wir sind hier nicht alleine. Scheint wirklich so. Da sieht aus, ob das so eine Ruine oder so sein soll. Vor uns die, ja. Ja.
Ich würde Hier sind die vorschlagen, Rubine, die ich meinte. genau, ich würde vorschlagen, wenn es auch für dich okay ist, dass wir vielleicht unsere Werkbänke irgendwo sich abstellen. Ich möchte sie ungern irgendwo stehen lassen. Ja, meinst du hier? Ich weiß es nicht. Sollen wir sie vielleicht hier vorne so direkt in die Ecke stellen? Ich habe hier niemanden gesehen, der uns. Doch, links. Können wir Links. den nicht auch mitnehmen und dann trotzdem wieder Na aufbauen? klar, absolut bestimmt. Deswegen, ja. Brauchen wir Sollen die auch nicht hinstellen irgendwo. Was wollen wir machen? Wollen wir gemeinsam irgendwo hingehen? Wollen wir uns ein bisschen aufteilen? Wie Meinst du, dass sieht. das gut wäre, dass wir uns aufteilen? Ich will's hoffen. Vielleicht können wir was gemeinsam finden. Egal was ist, wir treffen uns wieder hier, würde ich sagen. Egal was ist. Ja, aber dann pass auf die Gegner auf. Passt du auf dich auf, Geristo? Weil ich kann mir vorstellen, dass sie nicht gerade friedlich sind hier. Nein. Ich habe meine Waffe bereit, allerzeit. Hast du die Schleifsteine noch, die ich dir gegeben habe? Für deine Waffe? Die habe ich nicht. Magst du nur, soll ich dir nur welche herstellen? Ne, ich kann mir die selbst erstellen. Gut. Das Dann, ist nicht das Problem. wo möchtest du lang gehen? Was meinst du? Wo möchtest du lang gehen? Oder wollen wir nicht zusammenbleiben? Sollen wir zusammen zur Ruine gehen? Würde ich sagen, das wäre auch einfacher gegen die Gegner, oder? Gut. Vorsicht. Was ist das da vorne? Was? Oh mein Gott, Hast du Vorsicht. was gesehen? Vorsicht, ja. Mein Gott. Huh. Ein Sandpanzer? Oh. Ein Gegner. Unfreundlich. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wo ist er? Da ist er. Oh, Glück gehabt. Okay. Glück gehabt. Sag ich ja, zu Oh. zweit geht's besser. Ja. Hier vorne ist noch einer. Schau. Wir können vielleicht vorsichtig an ihm Ach da. vorbei. Ja. Hier. Sind dann Garisto, vorbei. Garisto, Garisto. Hier meinte ich das. Kupfer ist es. Wir kommen Ja, auf. Wir können uns ich weiterhelfen. seh's. Ich seh da noch mehr. Was ist hier? Oh, eine Höhle. Ist da was drin? Ich schaue gerade. Also es geht auf jeden Fall weiter tiefer nach unten. Aber nicht zu weit reingehen. Lass uns dann aber zusammen reingehen. Ich versuche. Ich baue hier erstmal das Kupferherz ab. Ich versuche gerade uns einen Weg Dauert vielleicht halt zu auch einem. ein bisschen lange. Wir müssen schnellstmöglich gucken, dass wir uns bessere Werkzeuge und Ausrüstung machen. Ah, Glück gehabt. Bist du runtergefallen? Ja. Oh, ein Level aufgestiegen. Ich schau gerade. Also ich kann dich beruhigen. Hier ist nichts. Okay. Hier scheinen nur noch ein paar Edelsteine zu sein. Nimm mal welche mit für uns. Ich habe mein Buch hervorgeholt und jetzt kann ich Attribute verteilen. Ich würde sagen, ich gehe halt erstmal auf Stärke, zweimal und einmal auf Kondition bei mir. Gut, gut, gut. Jetzt muss ich nur Und irgendwie raus. Talent habe ich speziell auf Schwertspezialisierung gemacht bei mir. Komme ich jetzt hier hoch? Nachdem ich abends noch ein bisschen trainiert habe. Ja, deswegen bin ich sehe auch nach dieser Station hinterher. Will halt noch nachts üben, damit wo wir in Ruhe sind. So, puh, da unten war, wie gesagt, da unten war nichts Besonderes. Und hier, das sind die Rubine. Oh, Wasser, ich Mal muss. gucken, für was für Rezepte die gut Puh. sind. Tat das gut. Erstmal ein bisschen abkühlen, ja. Ja. Okay, hier vorne ist wirklich so eine kleine Ruine, oder was das sein soll. Oh, vorsichtig. Die Herrschaften da drüben. Können Ich ja. mach die Sache mal kaputt. Vielleicht ist da was. Ja. Kriegen Geld daraus. Ist hier unter was? Ich schau mal nach. Manchmal ist hier irgendwas versteckt. Besonders in solchen Welten. Da ist irgend so ein. Was ist das denn? Das ist ein Stein.
Glühender Sandsteinblock. Okay. Kann man hier unten noch. Es geht aber nicht weiter runter. Gut. Ich schau mal, was das für ein Stein ist. Jungs, fangt! Oh! Was hast du gemacht? Ich wollte mit denen ein bisschen Football spielen. Pass auf, geh weiter zurück. Jetzt hab ihn. Gut. Hast du Leben verloren? Weil hier schwebt ein Herz. Nein, 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 nein. Oh, wow, wow, vorsichtig. Ja, pass auf. Hier ist ein Wurm noch gekommen. Wow. Er verschwindet, er will abhauen. Nein, der haut nicht ab, mein Freund. Du haust nicht ab. Absolut nicht. Okay. So eine komische Wandmade. Gefährlich hier alles. Absolut gefährlich. Ja. Ich muss die Herzen mal einsammeln. Vorsicht, Mr. Pieps. Ein bisschen Schaden genommen. Oh mein Gott. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Kupfererz. War aber auch nur ein bisschen. Ist da was? Du hattest recht, wir hätten noch weiter nach unten gehen können. Hier unten ist noch mehr. Wo bist du hin? Ich habe hier gerade an der Seite geguckt, da bin ich. Ach da. Siehst du mich? Ja, aber hier kannst du auch runterfallen, ne? Ja. Also vorsichtig. Sag nicht, das sind einfach nur fliegende Inseln. Das sind fliegende Inseln, ja. Genau, okay. Das sind sie. Ist ja noch ein größeres Problem. Oh, ich sehe gar nichts. Davon brauchen wir noch was. Auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich glaube, wir müssen uns die Nächte dann wirklich ein bisschen darum kümmern, dass wir was schaffen. Ja. Oh, hier ist noch mehr. Noch einiges aufbauen. Schau, hier ist noch mehr. Ich gehe erstmal wieder nach draußen. Dann geh du schon mal nach draußen. Ich schaue mich nur ein bisschen um, dass ich noch was in meine Taschen reinkriege, so viel ich tragen kann. Ich baue hier draußen noch das Kopfwerst ab. Ja, gerne, gerne, gerne. Wir können ja auch sonst mal gucken, ob wir gleich vielleicht mal noch das nächste Portal durchstreiten. Gerne. Also ich habe dann genug da hinkommen. Ich hoffe mal irgendwann nach Hause. Ja, hoffe ich auch. Also ich habe jetzt noch 17 Steine, hätte ich für die nächste Reise. Und ich glaube, damit kommen wir auch sehr, sehr gut weiter mit. Ich kann halt auch noch einige herstellen. Heb deine auf. Wir werden noch einen langen Weg vor uns haben, vermutlich mal. Ja, ich habe heute nur die Fragmente, ich habe die noch nicht zusammengesetzt. Okay. Komme ich jetzt hier raus? Mr. Ich schaue hier nochmal ein bisschen rum. Gut. Und ich passe egal, auf mich auf. Egal was ist, wir treffen uns da vorne wieder, okay? Ja. Die Palmen sind nicht weit. Machen wir. Mr. Pieps, kommen Sie mit? Gerne. Oh Mann, diese Hitze hier. Bei dir müsste es sehr kühl sein unterirdisch oder bist du wieder nach oben? Nein, gekommen? Ich bin oben. Eine Made. Aber hast du gemerkt, irgendwie können wir uns über Telepathie auch unterhalten. Die Welten, wow. Die Welten sind echt komisch hier. Weil sonst würden wir uns ja jetzt nicht hören. Nein. Es ist verwunderlich. Ja. Wenn ich das so kenne, dann hätten wir uns schon längst nicht mehr gesehen, gar nichts mehr. Nee. Weil ich sehe dich auf jeden Fall nicht oder du bist weiter weg. Ja. Ich gehe wieder in den Schatten runter. Mir zu warm ist in der brünen Sonne. Ich baue die Kaktusse ab und da kommt Wasser raus. Oh, spendendes Wasser. Das ist Wasser. Gut. Gut. Ich würde aber mal sagen, wollen wir dann durchs Portal schreiten? Hast du schon alles beobachtet hier? Ich habe 38 Kupfer jetzt. Das sollte erstmal wahrscheinlich reichen. Ich würde gerne noch schauen, ob wir noch vielleicht was finden. Vielleicht irgendwas anderes noch. Irgendwas anderes noch. Man weiß es nicht. Wir haben noch nicht viel gesehen hier. Wir wissen nicht, wie die Welten sind. Wir wissen nicht, wie die nächsten Welten sind. Ja, das stimmt schon. Wir können uns nur vorbereiten. Wir müssen uns halt auch vorbereiten. Anders werden wir das auch nicht schaffen hier. Nein. Oh, so ein böser Kerl da hinten wieder.
überall sind böse Kerle. Du haust nicht ab, mein Freund. Böse Trolle. Oh Gott, oh. Diese Welt. Das ist so warm. Was ist los? Eine dieser Schildkröten. Ich konnte sie noch gerade abwenden. Ich hab dich gefunden. Hi. Oh, da erschreckt mich nicht so. Hi. Entschuldige. Ich wollte gerade hier noch ein bisschen am Rande der Welt gehen und schauen, ob wir vielleicht irgendwas entdecken. Dann komme ich mal mit. Oh, schau, schau, schau. Siehst du das da vorne? Caristo? Was denn? Schau da vorne links. Da ist ein Mineingang, so wie es aussieht. Ich würde gerne. Da sind Gegner. Pass auf. Und eine Wasserquelle. Okay, haben uns nicht gesehen. Da ist jemand. Da ist jemand. Da, ich sehe ihn. Ein Mensch. Ich spreche ihn mal an. Hallo? Hallo, tapferer Ritter. Tief unter der Erde findet man. Tief unter der Erde findet man die meisten Erze. Sagt er noch was? Nee. Was ist mit ihm? Er wiederholt sich immer. Wie in so einer Dauerschleife. Was ist mit ihm? Vielleicht ist er hier auch gefangen. Es ist echt komisch. Es geht hier weiter. Da sind Skelette. Ich nehme erstmal. Guck mal, siehst du? Jo. Hier wandern sogar Untote rum. Ich bin bereit, ja. Ja, ist weg. Vorsicht, da ist noch einer. Hier sind mehrere. Hier sind viele Gegner. Wer nimmst du den? Weg. Oh, der ist weg, okay. Glück gehabt. Das ist ein Käfig. Bau den mal ab. Gut, gut. Oh, ich habe einen Käfig. Käkerkäfig habe ich gekriegt. Das ist schön. Vielleicht können wir da. Oh, Vorsicht, hinter dir! Caristo, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Oh, da. Danke. Ja, bitte, bitte. Gar nicht mitbekommen. Wenn man sich darauf konzentriert, hier alles mitzunehmen. Wir sollten unbedingt mehr mitnehmen. Ich kann die Gleise gar nicht abbauen. Nein. Ach doch, jetzt. Muss man die Blöcke komplett abbauen. Dann gibt's aber nur Holz. Siehst du? Ja, oh, ich sehe es. Vielleicht hilft es was etwas. Wollen wir uns jetzt noch weiter runterwagen oder wollen wir wirklich erstmal in einer anderen Welt? Ich würde gern noch den Rest erkunden, der hier ist. Oh! Gegner. Und tot. Vorsicht. Ui. Ich sehe da unten was. Ich komme daran, du. Man kommt hier so an der Seite auch runter. Ha. Ey, ich habe ihn noch nicht mehr getroffen. Ha. Du bist gut im als Bogenschütze. Dankeschön. Was haben wir hier? Oh, du hast ein Level erreicht. Ich hab einen Aufstieg erreicht. Das gibt sogar Geräusche. Das ist auch was anderes für uns, als wo wir vorher waren in der Welt. Ja. Oh, was? Auch ganz neu. Echt komisch hier. Ich habe ein Rezept für Bergarbeiterstiefel bekommen. Gut. Das ist sehr gut. Ich lerne das Rezept mal. Sollte ich eigentlich können. Ich habe Bergarbeiter-Rezept. Liest sich da sehr gut ein. Gelernt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay. So. Ich muss gerade meine Sachen reparieren. Erstmal. Jetzt hab ich komm gleich nach. Geh du schon mal vor. Kleines Problem. Wir sehen uns dann oben. Wir sehen uns oben. Ich komme hier nicht so hoch. Bin hängen geblieben. Mach mal. Ich baue mir die Blöcke unter mir hoch. Das geht auch. Dann gehe ich so hoch. Oh! Bin viel zu weit hoch. Puh. Nochmal so gerade geschafft. Ich versuch's nochmal. Okay. Absolut gut. So, du müsstest hier auch jetzt hochkommen, ne? Oh, vorsichtig, 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 vorsichtig. Alles klar. Lass uns hier raus aus der Miesenhöhle. Ja. Ich nehme mal die Fackel damit. Ja,
Ich behalte mal meine Können wir Fackel. wahrscheinlich für irgendwas noch gebrauchen. Immer ganz gut. Du hast hier was vergessen. Hier sind noch Sachen zum Abbauen und Gegner. Oh, Ich schaff vorsichtig. den aber so. Ich helfe dir denn auch gerne. Ja. Ist doch sehr nett von dir. So war ich immer schon. Oh, was gibt's denn hier? Naja, manchmal aber nicht. Manchmal aber nicht, aber immer gerne öfters. Ja, So. das stimmt schon. Dann würde ich sagen, lass uns Und komm. heraus. Lass uns hier verschwinden und draußen ist es dunkel, wir müssen aufpassen. Ah, ich hab uns Wenn bei ne. uns in der Welt andere Gegner Ja. auftauchen, dann Dann tauchen die tauchen hier wahrscheinlich auch bei dir welche auf. auf. Ich sehe da schon oben ein. Ich hätte gern gewusst, was hier noch ist. Nee, lass uns erstmal zurück. Wir können ja jederzeit in diese Welt zurückkehren. Dieser Mann, der war anders. Anders wie die Welt hier ist. Welcher Mann? Der in der Mine gerade. Ist dir das aufgefallen? Er Das war aber sprach. kein Mann, das war ein Kind. Kinder. Kinderarbeit in dieser Welt. Man weiß es nicht. Vielleicht sind die einfach Warum? nur in dem Körper drinne. Vorsicht. Frage ist, wo ist das Portal? Ich kann mich Ich nicht habe auch erinnern. gesehen, wir können über die Karte zurückreisen. Habe ich doch auch schon gemacht. Ja, ich Auf die kannst du. Plattform, wo wir doch landen. Da, wo immer wir ankommen. Ja. Weil Ja. sonst laufen werden wir hier durch die Gegend die ganze Zeit und finden das Portal nicht. Ich würde Doch. sagen. Ich schaue mich um. Ich komme da gleich hin. Ich weiß, wo es ist. Okay. Ich Ja, wenn du weiß, wo es weißt, wo das ist, dann komme ich mit. Nur ich hatte gerade noch vor, einmal den Rand zu erkunden, ob wir irgendwas sehen können. Mir geht Ja, es nicht aber das sieht darum. halt nicht so aus. Das ist halt das Nichts. Einfach nur Die eine fliegende Freunde sind Insel. auch das Nichts. Vorsicht. Out. Vorsicht, da ist noch einer. Gut. Okay, tot. Nächster. Den haben wir auch gleich. Vorsicht, Oh, da ist noch der ein neue Gegner. Gegner, der neue Gegner. Und er haut ja ab. Nehmen wir den neuen Gegner. Oh. Wir kriegen den anderen Magische wahrscheinlich Kräfte. gleich. Ein Wo ist der andere? zauberndes Flammenwesen. Müssen wir aber auch aufpassen. Okay. Gegen dich bräuchte ich nicht kämpfen. Da ist das Portal, ja, wir sind doch schon zurück. Ja. Auch wenn meine Das. Orientierung ab und zu gern mal schlecht ist. Hier finde ich wieder. Pull mal die Gegner her. Einen Moment. Ich will die. Aber es reicht, wenn wir erstmal gegen einen kämpfen. Und nicht gegen zwei gleichzeitig. Noch ein bisschen was hinsetzen, bevor ich das alles mitnehme. Meine Tasche ist schon voll. Ich habe noch ein bisschen Platz. Okay. Bereit? Ja. Er will Er auch immer geht gegen auf dich. mich los. Gegen dich immer. Wow, ich muss aufpassen. Ich habe ein neues Level erreicht. Gut, gut, gut. Sehr gut. Wieder. Vorsichtig, Chip. Ist tot. Die gehen alle gleich auf mich. Ja. Du scheinst eine sehr größere Bedrohung für sie zu sein. Ja. Absolut perfekt. Ich öffne mal eben mein Buch. Ich würde gerne noch Ich mach das auch. das noch weiter Ich erforschen. gehe weiter auf. Erstmal auf Stärke. Meine Ausdauer, die kann ich später noch erhöhen. Absolut, Das absolut. ist nicht das Wir Problem. können noch sehr viel nachts trainieren. So. So, setzt du dann die Steine jetzt? Genau. Ich bereite soweit alles vor. Ich bin bereit. Die nehme ich Warte absolut. halt nur noch auf dich. Gut. Ich setze diese Portalsteine ein. Es funktioniert. Ja. Perfekt. Puh. Portal aktiviert von Rakan der Flinke. Bist du Das bist bereit? ja du. Ja. Das steht ja immer sogar. Warum kriegen wir eigentlich immer diese Nachrichten da oben? Vielleicht wollen sie uns irgendwas sagen. Ja, wahrscheinlich. Wow, guck dich mal an. Unsere. Ich weiß nicht, was es ist. Es Namen. will in das Portal rein. Ja. Dann Kann das bist du bereit? heißen, dass wir je näher wir an ein Portal kommen, je näher nach Hause kommen? Es zieht uns magisch Vielleicht, rein. aber vielleicht auch nicht. Okay, ich bin Aber bereit. dann lass uns gehen. Bereit, Garisto? Okay. Ja. Rakan Bereit. bereit? Bereit, einfach bereit.
Finken Finkenfort. fort. Okay.